Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, die Sie heute nach Berlin gereist sind, um dieser Debatte beizuwohnen. Wir sind noch lange nicht am Ende unserer Reformbestrebungen angekommen. Diesen Satz habe ich hervorgehoben, als ich zum Stand der Umsetzungen des ersten NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages an dieser Stelle gesprochen habe. Das ist ziemlich genau 8 Monate her. Damals waren wir noch mittendrin im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss. Heute stehen wir vor dem Abschluss unserer Arbeit in dieser Wahlperiode. Was steht am Ende dieses Ausschusses, der 4-mal mehr Akten und Daten ausgewertet hat als alle anderen parlamentarischen Untersuchungsausschüsse dieser Wahlperiode? Ich muss vielmehr an meine Worte vom November 2016 anschließen. Mit der Vorlage unseres umfangreichen Abschlussberichtes ist die Aufarbeitung einer der schwersten Verbrechensserien in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ein weiteres Stück vorangekommen. Aber abgeschlossen ist sie damit mit Sicherheit nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie muss für uns alle, für die es selbstverständlich ist, dass in Deutschland Menschenfeindlichkeit und Rassismus keinen Platz haben, vielmehr eine Daueraufgabe sein. Dafür brauchen wir funktionierende Sicherheitsbehörden, die Vertrauen bei den Bürgerinnen und Bürgern genießen. Dafür brauchen wir eine starke Zivilgesellschaft. Und dafür brauchen wir engagierte Politikerinnen und Politiker in allen Fraktionen des Deutschen Bundestages. Und dieser Ausschuss hat gezeigt, diese Politikerinnen und Politiker haben wir in allen Fraktionen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass es in Deutschland auch nach dem NSU eine konkrete Terrorgefahr gibt, die von Rassistinnen und Rassisten ausgeht. Als SPD-Bundestagsfraktion haben wir uns deshalb bereits bei der Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses das Ziel gesetzt, insbesondere den Blick auf die hinter dem NSU-Trio agierenden Netzwerke aus Unterstützerinnen und Unterstützern zu richten. Dies sind wir insbesondere auch den Hinterbliebenen der Morde und den Opfern der Anschläge schuldig. Die Angehörigen fragen sich nach wie vor, warum ihr Vater, ihr Bruder oder ihr Sohn oder ihre Tochter tatsächlich getötet oder schwer verletzt wurde. Sie fragen sich, ob es noch weitere Personen gibt, die an den Taten beteiligt waren, ob als Mittäterin oder Mittäter, als Hinweisgeber oder als bei der Auswahl der Opfer behilfliche Ortskundige. Dasselbe gilt, und das möchte ich hervorheben, für den Umstand, inwieweit jene gegebenenfalls auch heute noch aktiv sind. Wobei es für mich keine Frage ist, ob jene auch nach wie vor aktiv sind, sondern vielmehr, in welchen Strukturen diese auch heute noch ihr menschenverachtendes Gedankengut ausleben. Und auch aus diesem Grund, um das zu ergründen, haben wir die Einsetzung eines Ermittlungsbeauftragten angeregt. Auf unsere Initiative hin konnten wir dafür Professor Dr. Bernd von Heinschel-Heineck gewinnen, der diese Funktion wirklich außerordentlich kompetent und engagiert übernommen hat. Dafür sei ihm und seinen Mitarbeitenden an dieser Stelle ausdrücklich gedankt. Ergänzend haben wir als SPD-Bundestagsfraktion zudem die Beauftragung von Sachverständigengutachten auf den Weg gebracht, weil damit ein Ziel verbunden war. Wir wollten die Regionen analysieren, in denen die Terrorgruppe NSU ihre Taten begangen hatte, beziehungsweise in der sie sich radikalisiert hatten und dann untergetaucht sind. Auf diese Weise ist es uns im Untersuchungsausschuss gelungen, ein möglichst umfassendes Bild der lokalen rechtsextremen Strukturen an den Tatorten der Terrorgruppe NSU einschließlich ihrer Vernetzung zu anderen rechtsextremen Szenen sowie ganz ausdrücklich zur organisierten Kriminalität und etwa zur Rockerszene zu erarbeiten. Ich möchte an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich davon ausgehe, dass dieselben Fehler der Sicherheits- und Ermittlungsbehörden, die letztendlich dazu geführt haben, was wir heute als NSU-Desaster kennen, nicht nochmals begangen würden. Und auch das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, dass Fehler, die damals gemacht wurden, heute nicht nochmal in gleicher Weise gemacht werden.
Ich glaube, sagen zu dürfen, dass aus den Handlungsempfehlungen des NSU-Untersuchungsausschusses der 17. Wahlperiode in der Zwischenzeit wichtige Reformen resultiert haben. Diese aber müssen bei der Polizei, beim Verfassungsschutz und bei der Justiz im Bund und in den Ländern aber natürlich auch fortgeführt werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle aber auch noch einige grundlegende Sätze zum Thema Zeugenvernehmungen bzw. Ausschusssitzungen sagen. Ja, Herr Schuster, das war wichtig, dass wir uns in aller Ausführlichkeit etwa mit den Ereignissen in Eisenach und am 4. November 2011 in Zwickau befasst haben. Auf diese Weise konnten wir erfreulicherweise diverse Verschwörungstheorien widerlegen, wonach durch gezielte Manipulationen der Tathergang in Eisenach eben bewusst verfälscht worden sei. Ich schließe mich dem an und sage, das ist nachhaltig widerlegt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gleichzeitig aber haben wir uns im Ausschuss durch teilweise äußerst intensive Befassungen, etwa mit den Todesumständen des ehemaligen BFV-Fahrmanns Corelli, womöglich die Möglichkeit genommen, in der gebotenen Ausführlichkeit auch andere Komplexe umfassend zu beleuchten. Das war vielleicht auch etwas so wie das einzige Problem dieses Ausschusses, dass uns am Ende die Zeit nicht gereicht hätte, dass wir uns am Ende alle gewünscht hätten, dass die 18. Wahlperiode noch ein paar Wochen länger gedauert hätte, weil wir eben noch Fragen gehabt hätten. Ich möchte dabei sagen, dass ich zwei regionale Schwerpunkte für besonders relevant halte. Das ist zum einen Mecklenburg-Vorpommern, wo sich inzwischen eine parlamentarische Struktur mit diesem Thema befasst, inwieweit das ausreichend sein wird. Das werden die nächsten Monate und womöglich Jahre zeigen müssen und nach wie vor auch Bayern. Gerade in Bezug auf Bayern gibt es meiner Ansicht nach noch erheblichen Aufklärungsbedarf. Ich erinnere das gerne nochmal. 3 der 10 Morde wurden in Nürnberg begangen. So oft wie nirgend sonst wurde in Nürnberg gemordet. Hinzu kommen 2 Morde in München. Führende Köpfe der bayerischen Neonazi-Szene werden auch heute noch in Verbindung mit dem NSU-Umfeld gebracht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist mir das ein besonderes Anliegen. Heute ist es für mich aus all diesen Gründen nicht an der Zeit, ein abschließendes Fazit zu ziehen. Vielmehr ist auch in Zukunft alles dafür zu tun, vorhandene rechtsterroristische Untergrundstrukturen nachhaltig aufzudecken und trockenzulegen und rechten, rassistischen und antisemitischen Einstellungen in unserer Gesellschaft konsequent entgegenzutreten. Wir müssen aus den Erkenntnissen rund um den NSU in Sicherheits- und Ermittlungsbehörden, in Politik und Gesellschaft endlich umfassend die Lehre ziehen, die Gefahr rechtsextremistischen Terrors ernst zu nehmen. Dieser stellt nach wie vor ein erhebliches Risiko für unsere Demokratie dar. Wir dürfen davor nicht die Augen verschließen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich werde deshalb an dieser Stelle heute allenfalls dasselbe sagen wie im November 2016. Abgeschlossen ist die Aufarbeitung hier und heute noch lange nicht. Das Einstehen gegen Rechtsextremismus wird mich und uns alle, die wir uns mit diesem Komplex befasst haben und auch in Zukunft befassen werden, wahrscheinlich unser Leben lang begleiten. Wir alle sind aufgefordert, niemals damit aufzuhören, nicht nachlässig zu werden und engagiert zu bleiben, weit über diese Stunde hinaus. Wehret den Anfängen, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie es uns nicht hinnehmen, dass sich rechtsextremes Gedankengut in Deutschland wieder Bahn zu brechen versucht. Sie kennen vielleicht die Gedenktafel für die NSU-Opfer in Nürnberg. Es sind für mich ganz besonders 4 Worte, die darauf für sich sprechen. Diese Worte lauten: Wir sagen nie wieder. In diesem Sinne lassen Sie uns niemals aufhören, dafür einzutreten. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Irene Mihalic für Bündnis 90 Die Grünen.